Ich rufe auch den Tagesordnungspunkt 30, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielbankengesetzes. Hierzu der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Als Berichterstatter hat das Wort Herr Abg. Bauer. Bitte schön. Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und DIE LINKE und bei Enthaltung der Fraktionen der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Das ist eingebracht. Ich öffne die Aussprache. Erst Wortmeldung, Herr Abg. Bauer, bitte schön, für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung hat diesen Gesetzentwurf eingebracht, den wir jetzt in zweiter Lesung hier beraten. Und betroffen sind von diesem Gesetzentwurf die vier Spielbanken bzw. Casinos in Hessen. Mehr sollen es laut Gesetzentwurf auch nicht sein. Und gemessen an der Größe unseres Landes sind wir damit kein großer Spielbankenstandort. Das wollen wir auch nicht werden. Denn was an Quantität fehlt, macht Hessen in der Spielbankwelt an Qualität wiederum wett. Die Spielbank in Hessen vor unserer Haustüre ist eine der größten und schönsten und eine der Top-Adressen in Deutschland. Über großes Renommee verfügt auch die Spielbank in Bad Homburg. In Kassel ist ebenfalls eine Spielbank zu Hause. Hier wird neben dem Automatencasino auch Poker angeboten. In Bad Wildungen steht lediglich ein reines Automatencasino zur Verfügung. Mit dem Änderungsantrag 1952/43 haben wir in § 2 noch einmal die vier Spielbankstandorte festgeschrieben. Dabei soll es nach unserer Auffassung auch bleiben. Die Aufsichtsbehörde der Spielbanken ist das Hessische Innenministerium. Und der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem reagiert die Landesregierung auf Ereignisse und Ergebnisse der Evaluierung, die im Jahr 2014 bereits durchgeführt wurde, und die entsprechenden seitherigen Änderungen. Eine spürbare Folge, weshalb Änderungen notwendig sind, hatte der Glücksspielstaatsvertrag von 2008 und auch das Nichtraucherschutzgesetz. Die Erträge sind infolgedessen der Spielbanken deutlich um fast ein Viertel eingebrochen. Und zusammen mit der bereits 2006 greifenden Aufhebung der Umsatzsteuerbefreiung ist dies ein sehr großer Belastungsfaktor für die Standorte. Der Gesetzentwurf sieht daher eine Absenkung der Abgabensätze und eine Tilgung der Umsatzsteuer aus dem Aufkommen der Abgabe vor. Zudem soll auch die Videoüberwachung der Spielbanken erweitert werden, und zwar soll sie jetzt auch zur Verhinderung von Geldwäsche zur Anwendung kommen. Das Gesetz schafft mit der Neuformulierung der Vorschrift die Grundlage für die Einführung der Videoüberwachung in den Spielräumen der Spielbanken. Diese Forderung geht im Übrigen auf die Spielbanken selbst zurück und wird auch von der Finanzaufsicht entsprechend für notwendig erachtet und begrüßt. Zur Verhinderung von Geldwäsche soll künftig auch versteckte Spielkontrollen vorgenommen werden können, eine sinnvolle und leider notwendige Maßnahme. Wir haben in unserem Änderungsantrag in § 16, hier geht es um die Spielersperre, um die Selbst- oder auch die Fremdsperre, auch Empfehlungen des Hessischen Datenschutzbeauftragten übernommen, um die notwendigen Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung zu erfüllen. Alles in allem, ich mache es kurz, ein gutes Gesetz, das unseres Erachtens die sachgemäße und zeitgemäße Lösung beinhaltet und auch die bestehenden Handlungserfordernisse aufgreift. Ich bitte entsprechend um Ihre Zustimmung und danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Herr Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Wir sind als Ersten annehmen müssen. Das ging aber nicht. Ich lasse den Zettel aber liegen. Entschuldigung, meine Mitteilung war eine andere. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir debattieren heute, wie von dem Kollegen Bauer schon dargelegt, den Gesetzentwurf der Landesregierung und dazu den Änderungsantrag der Koalition zur Änderung des Spielbankgesetzes. Zunächst darf ich an der Stelle einmal feststellen, es ist schon auffällig, dass die Koalition zurzeit bei fast jedem Gesetz, das aus dem Innenressort kommt, nachbessern muss oder Änderungsanträge einbringen. Das ist ja prinzipiell, Herr Kollege Pentz, prinzipiell, wenn man sich mit Demokratietheorie beschäftigt, eigentlich eine ganz erfreuliche Geschichte, denn die Änderungsanträge erwecken ja zumindest den Eindruck, dass die Koalition auch Kritik wahrnimmt und sie aufnimmt und dann nachbessert.
Bei genauerer Betrachtung, Herr Kollege Bellino, bei genauerer Betrachtung fällt der Änderungsantrag jetzt durch, genauso wie schon der Gesetzentwurf durchgefallen ist. Denn, da kann ich auf die Anhörung verweisen, bei der ich nicht selbst da sein konnte, aber wo ich sehr gründlich das Protokoll gelesen habe. Das, was der zentrale Kritikpunkt an dem Gesetzentwurf ist, nämlich die Tatsache, dass die von Ihnen vorgeschlagene Regelung zur Videoüberwachung nicht den Anforderungen entspricht, insbesondere nicht dem Wesentlichkeitsvorbehalt, genau das bessern Sie nicht nach. Die Anhörung hat ergeben, dass diese Regelung nicht dem Wesentlichkeitsvorbehalt genügt, also der Notwendigkeit, dass dann, wenn entsprechend massive Eingriffe in Persönlichkeitsrechte vorgenommen werden, das auch im Gesetz erfolgt. Sie dagegen regeln, dass Art und Umfang der Videoüberwachung durch die zuständige Behörde geregelt werden soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das hat die Anhörung noch einmal deutlich herausgearbeitet. Sowohl Arbeitnehmer wie auch Gäste werden durch die von Ihnen vorgesehene Regelung permanent überwacht. Das ist nicht nur ein geringfügiger Eingriff in Persönlichkeitsrechte, und deshalb muss, wenn Sie dort Regelungen treffen wollen, dies im Gesetz abschließend geregelt werden. Statt dieser Anforderung zu genügen, machen Sie etwas völlig anderes. Sie weiten die Videoüberwachung sogar noch aus gegenüber dem, was im ursprünglichen Gesetzentwurf stand, während bislang lediglich die Eingänge, Spielräume und Spieltische überwacht werden sollten, sollen jetzt auch noch die Ausgänge und die Bereiche überwacht werden, in denen, ich zitiere, üblicherweise Bargeld oder Spielmarken transportiert, gezählt oder aufbewahrt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind die Bereiche, in denen sich insbesondere, wenn nicht sogar ausschließlich, Mitarbeiter aufhalten. Und auch darauf wurde in der Anhörung hingewiesen. Für die Überwachung von Angestellten besteht ein erheblich höheres Rechtfertigungsbedürfnis, da die Mitarbeiter anders als die Gäste nicht entscheiden können, ob sie die Videoüberwachung hinnehmen wollen oder nicht. Sie müssen dort zur Arbeit erscheinen. Und das ist der wesentliche Gesichtspunkt. Aufgrund dieser hohen Eingriffsintensität durch die permanente Überwachung ist eben eine gesetzliche Regelung erforderlich. Das haben Sie unterlassen. Sie greifen damit in die Persönlichkeitsrechte sowohl der Gäste wie auch der Mitarbeiter über Gebühr ein. Wir lehnen deshalb den Gesetzentwurf ebenso wie den unzureichenden Änderungsantrag ab. Die Freiheitsrechte der Gäste wie auch die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter werden schlicht in unverhältnismäßiger Weise beeinträchtigt. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann nahtlos an den Kollegen Greilich anknüpfen. In der Tat, in der Anhörung, weil der Kollege Bellino ja sagte, wir hören auf das, was in der Anhörung gesagt wird, dass der Grundrechtseingriff, hätte ich fast gesagt, jedenfalls in ein Grundrecht einzugreifen, verlangt hohe Hürden. Und das muss man tatsächlich im Gesetz regeln und nicht, wieso das näher regelt, irgendwer anders. Das ist schon ziemlich rechtsstaatlich bedenklich, was Sie an der Stelle machen, meine Damen und Herren. Und Sie sollten die Bedenken von Sachverständigen ernst nehmen. Das ist der eine Grund, warum wir den Gesetzentwurf ablehnen. Der zweite Grund ist, dass Sie zu wenig an die Mitarbeiter denken, die auch von den Drogeneinnahmen leben. Da geht es darum, dass eben die zu entrichtende Umsatzsteuer zukünftig nicht mehr auf die Spielbankabgabe angerechnet werden kann. Und damit werden den Mitarbeitern über 200.000 € entzogen. Das ist ein Betrag, der ist durchaus erheblich, wenn man auch auf das Wohlgefallen der Spieler angewiesen ist. Und deswegen, glaube ich, haben Sie dazu auch keine vernünftige Antwort gegeben. Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Und der dritte Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren, an den Standorten, die bisher eine Spielbank betreiben, fallen erhebliche Zahlungen weg. Und Herr Kollege Bellino, Sie kommen aus dem Hochtaunuskreis. Was sagen Sie eigentlich der Stadt Bad Homburg und dem Magistrat, wenn die Stadt Bad Homburg 932.800 € weniger hat? Da hilft auch der Hinweis nicht, das war eine Zahlung aus dem Landesausgleichsstock, sondern die Kommunen haben jetzt schon ohnehin zurückgehende Einnahmen zu verzeichnen. Aber der Kollege Bellino vertritt ja eben nicht konsequent die Interessen der Stadt Bad Homburg. Das macht dann die Kollegin Barth. Und an der Stelle sind wir ihr auch dafür dankbar.
Oder was sagt der Kollege Klee dem Magistrat der Stadt Wiesbaden? Wiesbaden muss auf über 1 Million € verzichten und die Stadt Kassel immerhin noch auf über 530.000 €. Und die flapsigen Bemerkungen, die in der Kleinen Anfrage der Landesregierung auf Anfragen der Kollegin Barth eben sind, das wären lächerliche Beträge im 0-%-Bereich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1.900.000 € sind für solche Städte kein Betrag. Auch das ist durchaus nicht kommunalfreundlich, um es vorsichtig zu thematisieren. Also, meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf ist bei Weitem nicht einzigartig, wie alles, was Sie ja sonst selber hier postulieren. Wir fanden übrigens auch bemerkenswert in der Anhörung, dass es dann auch Auswüchse gibt, wo man auch von der Aufsicht reagieren muss, wenn z.B. die Spielbahn in Bad Homburg einen Tag der offenen Tür macht, zu dem auch Kinder dann Zugang haben. Ich finde, das ist auch insgesamt dem Thema Spielsucht heranführen, auch von Kindern, durchaus problematisch. Und da erwarte ich auch ein hartes Eingreifen der Aufsicht. So etwas geht gar nicht, und das muss auch deutlich unterbunden werden. Ebenso wurde in der Anhörung, auf die Sie ja angeblich Rücksicht nehmen, bemängelt, dass der Kinder- und Jugendschutz nicht konkreter abgefasst wurde als das, was Sie im Gesetzentwurf gemacht haben. Auch das, finde ich, sollte man ernst nehmen. Wir haben Hörer sicherlich Kontrollen als etwa bei Spielhallen. Aber auch das Thema Spielerschutz hat ja insbesondere die Funktion, auch Gefährdete zu schützen, weil es gerade in Spielbanken auch um deutlich höhere Beträge geht, die deutlich problematischer sind. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist alles andere als gelungener Gesetzentwurf zur Spielbank. Das Einzige ist, dem wir zustimmen könnten, wäre, den Standort Frankfurt zu streichen. Aber das ändert leider nichts an dem mangelnden inhaltlichen Gehalt des rechtlichen Gesetzes. Und deswegen, meine Damen und Herren, was schlecht ist, lehnen wir auch ab. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion Die Grünen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident. Das wundert mich eigentlich schon. Ich glaube, wir waren wirklich in unterschiedlichen Anhörungen, die sich mit diesem Themenkomplex befasst haben. Ich will mal auf zwei Dinge eingehen, die hier vorgetragen worden sind, und will dann auch einmal die Frage stellen, wie hätten Sie es denn gern geregelt? Also, der Kollege Greilich trägt hier im Brustton der Überzeugung vor, dass das mit der Videoüberwachung schlecht geregelt ist und dass wir da nicht auf das eingehen, was die Anzuhörenden vertreten haben. Vielleicht sollten Sie zur Kenntnis nehmen, auch die Einbringungsrede des Innenministers, warum diese Videoüberwachung überhaupt notwendig ist. Es ist ja keiner hier unterwegs, der Videoüberwachung will, weil, damit man einfach einmal Menschen kontrolliert. Sondern das hat etwas damit zu tun mit Geldwäschebekämpfung. Das ist hier sehr deutlich auch vom Innenminister bei der Einbringung gesagt worden. Und es hat auch damit etwas zu tun, dass geschaut wird, ob die Beträge, die sozusagen am Spieltisch den Coupiers überreicht werden für den Tronk, ob die auch wirklich im Tronk nachher landen. Das ist der Sinn und Zweck dieser Videoüberwachung, und deswegen war diese Regelung hier vorgesehen. Und Herr Kollege Greilich, wenn Sie dann sagen, es würde nicht auf die Vorschläge der Anzuhörenden eingegangen, dann muss ich mich schon wirklich sehr wundern, weil wenn Sie vielleicht mal den schriftlichen, vielleicht der Datenschutzbeauftragte, der Herrn Greilich vielleicht noch einmal erklären will, wie er es gemeint hat. Aber wenn Sie die Anhörungsunterlagen sich durchschauen, da gibt es einen Brief des Datenschutzbeauftragten, in dem er folgenden Vorschlag macht. Ich zitiere: Der Umstand der Beobachtung sowie der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. Zitat zu Ende, Herr Kollege Greilich. Und wenn Sie dann vielleicht einmal den Änderungsantrag der Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU sich anschauen, da finden Sie folgenden Satz. Der Umstand der Beobachtung sowie der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. Zitat zu Ende. Wenn Sie vielleicht jetzt zugehört haben, haben Sie festgestellt, dass es genau der Satz ist, den der Datenschutzbeauftragte für diesen Regelungskomplex vorgeschlagen hat. Sich dann hier hinzustellen und dann zu sagen, dass nicht auf die Vorschläge der Anzuhörenden eingegangen wird, finde ich geradezu absurd, Herr Kollege Greilich. Und es ist ja auch immer wieder dasselbe Spiel. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier schon gesagt habe. Wenn man
auf die Vorschläge der Anzuhörenden eingeht, dann stellen Sie sich hier vorne hin, schauen den Innenminister ein und sagen, es müsste immer alles nachgebessert werden. Wenn man sozusagen die Gesetzentwürfe so annimmt in ungeänderter Form, dann stellen Sie sich hier vorne hin und sagen, wir seien beratungsresistent und würden die Vorschläge der Anzuhörenden nicht annehmen. Vielleicht sollten Sie sich wirklich einmal in der verbleibenden Zeit noch einmal damit beschäftigen, welchem Argument Sie nun eigentlich beitreten. Beide zusammen geht nicht, Herr Kollege Greilich. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Vortrag des Kollegen Rudolph. Herr Kollege Rudolph, auch in dieser Frage kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Und man kann natürlich, wie Sie vorgetragen haben, sagen, irgendjemand muss den Einnahmeausfall der Städte Bad Homburg und auch Wiesbaden muss den sozusagen ersetzen. Nur vielleicht machen Sie einmal einen Vorschlag, wer das ersetzen soll. Sind Sie allen Ernstes der Meinung, dass durch diese Veränderung, was die Sätze angeht, dass das Land Hessen jetzt hergehen sollte und diese Einnahmeausfälle bei Wiesbaden haben wir gerade gehört, rund 1 Million, bei Bad Homburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, Bad Homburg rund 300.000, soll das Land Hessen ersetzen? Ist das wirklich Ihr Vorschlag? Und wenn Sie es dann wirklich wollen, diese Einnahmeausfälle zu ersetzen, Herr Kollege Rudolph, dann hätten Sie ja hier einen Änderungsantrag ins Gesetzgebungsverfahren bringen können. Auch das haben Sie nicht gemacht. Daran sieht man, wie ernst gemeint das bei Ihnen ist, was Sie hier vortragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ja, das schließt sich ja auch nahtlos an die Haushaltsdebatte an. Da haben es Ihnen, glaube ich, mehrere Redner von hier vorne vorgerechnet, wie viele Vorschläge Sie hier gemacht haben in Milliardenhöhe, ohne auch nur ein einziges Mal zu sagen, wo Sie das Geld hernehmen. Ich stelle fest, wir können weitere Beträge auf die Rechnung draufnehmen und Sie weiterhin fragen, Herr Kollege Rudolph, vielleicht erklären Sie einmal, wo Sie das Geld hernehmen wollen. Herzlichen Dank. Frau Kollegin, bei 5 Minuten gibt es keine kurze Intervention. Aber vielleicht gibt es noch eine Chance. Ist doch halt so, wie es ist. Ist doch in Ordnung so. Wir haben eine weitere Wortmeldung, Kollege Schaus für die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Anhörung zu dem Änderungsgesetz im Innenausschuss hat mich in meinen grundsätzlichen Bedenken zum vorliegenden Gesetzentwurf eher bestärkt und darüber hinaus noch weitere Punkte hervorgebracht. Ich hatte bei der ersten Lesung im September zu diesem Gesetz die Befürchtung geäußert, dass es durch die Änderung in § 3 Absatz 1 zu einem weiteren Ausbau von Spielbankstandorten kommen könnte. Die Anhörung hat gezeigt, dass dies tatsächlich droht, wenn Sie nämlich, wie vorgesehen, den 4 Standorten weitere Zweigstellen zugestehen. Dann führt dies, wie derzeit bei der Kurhessischen Spielbank Kassel-Bad Wildungen, GmbH und Co. KG, schon geschehen, zu einer Ausweitung der Spielbankenlandschaften. Da selbst, wie im Gesetz vorgesehen, mit der Spielbankerlaubnis, Zitat, die Unterhaltung von Zweigspielbetrieben erlaubt werden, Zitat Ende, kann, ist die Anzahl der Zweigbetriebe sogar nach oben offen. Es wird ja von Zweigbetrieben gesprochen, also von mehreren. Eine solche, noch dazu nach oben offene Erlaubniserteilung wollen wir aber auf keinen Fall. Diese Ausweitungsmöglichkeit konterkariert zudem die Bemühungen, den Spielerschutz an anderen Stellen des Gesetzes auszubauen. Es mag ja historische Gründe geben, die Kurhessische Spielbank Kassel-Bad Wildungen zu erhalten, obwohl, ich sage es mal so, bei einer GmbH und Co. KG, das habe ich so mal gelernt, handelt es sich oft um ein windiges Konstrukt. Wenn es aber also nur um eine Spielbank geht, dann schreiben Sie das doch einfach ins Gesetz und öffnen es nicht sozusagen für alle Niederlassungen. Wir schließen uns deshalb ausdrücklich
der Landesstelle für Suchtfragen an, die eine Streichung dieser Zweigstellenerlaubnis gefordert hat. Es gäbe darüber hinaus eine Reihe von Ergänzungen, die im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Anhörung genannt wurden, deren Eingang in das Gesetz wünschenswert gewesen wäre. Beispielsweise wäre ein Mindestabstand zu Kinder- und Jugendeinrichtungen, wie sie ihn richtigerweise mit einem Änderungsantrag in das Spielhallengesetz einbauen, ein wichtiger Punkt gewesen, der diesem Gesetz gut zu Gesicht gestanden hätte. Aber leider Fehlanzeige. So viel aber, Herr Frömmrich, zum Vorschlag der Anzuhörenden, die eben nicht von Ihnen übernommen wurden, wenn sie Ihnen nicht in den Kram gepasst haben. Aber das kriegt er gar nicht mit. Unsere größten Bedenken gegen das Gesetz konnten aber auch in der Anhörung in keinster Weise ausgeräumt werden. Wir halten, wie auch bereits angesprochen, die von Ihnen vorgesehene Ausweitung der Überwachungsmöglichkeit sowie die Erfassung biometrischer Merkmale für übertrieben und auch rechtlich problematisch. Ich möchte meine Ausführungen aus der ersten Lesung nicht wiederholen. Dennoch stellt sich mir die Frage nach der Notwendigkeit bei den bisherigen Erfahrungen mit Videoüberwachung in anderen Bundesländern. Dort gibt es keine nennenswerten Erfolge in dieser Hinsicht. So wurde in Schleswig-Holstein in der Debatte um die Änderung des dortigen Spielbankgesetzes 2014 gerade einmal die Zahl von zwei Straftaten benannt, zwei Straftaten, die überhaupt durch den Einsatz von Videoüberwachung entdeckt werden konnten. Entdeckt übrigens, nicht verhindert. Gleichzeitig wurden Besucherinnen und Besucher sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pausenlos gefilmt und aufgezeichnet. Und dies steht, meine Damen und Herren, in keinem Verhältnis. Ebenfalls fraglich ist in diesem Komplex auch die Art und Weise, wie Sie die Videoüberwachung regeln wollen. In den Stellungnahmen wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass Art und Umfang der Videoüberwachung so wie diese im Gesetzentwurf geregelt wurden, auch verfassungsrechtlich bedenklich sein. Auch das ist ja schon angesprochen worden. Meine Damen und Herren, das Suchthilfezentrum des Caritas Darmstadt hat in seiner schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die Spielsüchtigen aus dem Bereich der Spielbanken mit einer besonders hohen Verschuldung zu kämpfen haben, da hier die Einsätze in aller Regel deutlich höher seien als bei Spielbanken. Ich komme zum Schluss. Wir sollten daher Lösungen erarbeiten, die sinnvoll und geeignet sind, dieses Problem gezielt anzugehen, statt den Spielbankbetreibern weiterhin den roten Teppich auszurollen. Deshalb werden wir das vorliegende Gesetz auch ablehnen. Das Wort hat der Hessen-Innenminister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man ist versucht, noch einmal nachzufragen, ob wir wirklich über das Spielbankgesetz hier miteinander reden. Weil das, was hier zum Teil vorgetragen worden ist, ist zumindest einmal nicht Gegenstand von Anhörungen und Ähnlichem geworden, so wie mir meine Mitarbeiter und der Staatssekretär berichtet haben. Ich finde es völlig maßlos, hier von rechtsstaatlich bedenklich und solchen Geschichten zu reden. Weil das alles, das überlasse ich Ihnen. Ich sage ja auch nur, ich beurteile das nach meiner Auffassung. Und ich sage Ihnen, das ist völlig maßlos, was Sie hier betreiben, meine Damen und Herren. Es wird der Sache, und der sollten wir uns hier verpflichtet fühlen, nicht gerecht. Seien Sie mir hier bitte auch nicht böse. Den Vorwurf, Herr Kollege Greilich, der ist wirklich nicht mehr ernst zu nehmen, den Sie hier vortragen. Also, wenn wir irgendwelche Änderungen nach Anhörungen hier vornehmen, dann ist sozusagen das Ursprungsgesetz handwerklich irgendwie nicht richtig gemacht worden oder. Und wenn wir sozusagen bei dem, was wir ursprünglich aufgeschrieben haben, bleiben, dann sind wir ignorant, im besten Falle noch arrogant. Meine Damen und Herren, so kann man sozusagen mit solchen Fragen nicht umgehen, nach meiner Einschätzung. Ich kann solche Vorwürfe hier im Plenum wirklich nicht mehr ernst nehmen, meine Damen und Herren.
So gab es unter den Anzuhörenden viel Zustimmung für die Abgabensenkung um moderate 5%. Wie Sie wissen, zielt die Abgabenerhebung bei den Spielbanken auf eine Abschöpfung der Gewinne bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit. Durch den Rückgang der Erträge in den letzten Jahren um ca. 25% ist eine Anpassung des Abgabensatzes aber unumgänglich geworden. Dies hat sich in der öffentlichen Anhörung am 9. November auch bestätigt. Die Abgabensenkung ist angezeigt, um eine erdrosselnde Wirkung für die Spielbanken hier zu haben. Meine Damen und Herren, ich finde, da können wir auch ein Stück weit stolz drauf sein. Wir haben Spielbanken, die im bundesweiten Vergleich, zumindest was ihren wirtschaftlichen Betrieb und was die Attraktivität angeht, herausragend dastehen. Und was sie auch tun, sie erfüllen die Anforderungen an Spielerschutz, an Manipulationsvermeidung und. Das tun sie alles herausragend. Und ich finde, das sollten wir hier an dieser Stelle auch einmal deutlich machen. Meine Damen und Herren, die Frage, ja, die Frage der Spielbankzuweisung aus dem Landesausgleichsstock, die kann man hier durchaus miteinander auch thematisieren. Das ist richtig. Aber in der Tat ist es so, wie in der Kleinen Anfrage beantwortet, dass die Spielbankzuweisung in den Haushalten von Bad Homburg, Bad Wildungen, Wiesbaden und Kassel unter 1% ausmacht, was das Haushaltsvolumen angeht. Und da muss ich Ihnen sagen, ich finde nicht, dass wir rechtfertigen können, dass wir, ich zitiere die vom Finanzminister häufig hier angesprochene Gemeinde Breitenbach am Herzberg, dass wir Breitenbach am Herzberg heranziehen können, um einen Landesausgleichsstock Zahlungen von Bad Homburg, Bad Wildungen, Wiesbaden und Kassel zu bezahlen. Das ist nicht angemessen und gerecht, und deswegen war das zurückzuführen, meine Damen und Herren. Wir haben den vierten Standort, der nicht erforderlich, herausgenommen, und wir haben damit auch eben einer Bitte gerade der Standortkommunen, aufgegriffen, die gesagt haben, nehmt uns den wirtschaftlichen Druck mit einem vierten Standort. Das ist das, was uns zumindest von Bad Homburg und anderen hier wiedergespiegelt wurde. Insofern haben wir auch hier die Bedenken entsprechend aufgenommen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, warum Sie kritisieren, dass wir Hinweise des Hessischen Datenschutzbeauftragten über den Änderungsantrag in das Gesetz aufnehmen. Meine Damen und Herren, ich verstehe das nicht, weil normalerweise kritisieren Sie uns dafür, dass wir den Datenschutzbeauftragten nicht bis auf Punkt und Komma hier in unsere Gesetze hineinschreiben. Das ist nach unserer Einschätzung nicht immer angemessen. Aber wenn es angemessen ist wie hier, dann tun wir es auch. Ich weiß nicht, warum das kritikwürdig ist, meine Damen und Herren. Und ja, natürlich ist es so, dass weitere Änderungen auch durchaus kritisiert oder angemahnt oder in der Anhörung auch dargestellt worden sind. Aber es ist halt nun einmal so, dass die Videoüberwachung kein Selbstzweck ist. Wir machen das ja nicht nur oder wir machen das in das Gesetz, in das Spielbankgesetz, schreiben wir das nicht auf, weil wir der Auffassung sind, dass wir dort unbedingt Videoüberwachung machen wollen, sondern weil wir bei den Spielbanken halt eben den gestiegenen Anforderungen der Geldwäscheprävention sozusagen begegnen müssen. Das müssen wir im Gesetz entsprechend darstellen. Wir brauchen dort eine ordentliche Sicherstellung des Vertrauensschutzes der Öffentlichkeit und auch der ordnungsgemäßen Spielabläufe und dem Schutz vor Kriminalität. Dafür setzen wir hier die Videoüberwachung an. Am Ende dient sie auch dem Jugendschutz und vermeidet Manipulation der Spielgeräte. Meine Damen und Herren, auch hier kann ich in keiner Weise nachvollziehen, warum Sie dies kritisieren. Ich finde, wir haben jetzt auch mit den Änderungen einen guten Gesetzentwurf, den wir heute Abend hier verabschieden können. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Greilich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, tut mir leid, wenn wir jetzt zu der späten Stunde, für die wir nichts können, sondern da ist ja auch diese Koalition dafür verantwortlich. Jetzt hier noch, ja, entschuldigen Sie mal, es liegt doch nicht an uns, dass wir jetzt in diesem Plenum überfallen werden mit massenweisen Gesetzen.
mit massenweise Gesetzentwürfen, die Sie offensichtlich nicht rechtzeitig fertiggebracht haben, wo Sie nicht in der Lage waren, hier die Gesetzentwürfe einzubringen zu einem Zeitpunkt, wo noch ein ordentliches parlamentarisches Verfahren möglich ist. Das ist nicht unsere Schuld in der Opposition. Das fällt auf Sie in der Koalition zurück und auf niemand anderen. Und wenn man hier eine zweite Runde machen muss, Also, Herr Kollege Bellino, ich habe ein Hotelzimmer hier in Wiesbaden. Ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Wir arbeiten das alles ordentlich ab. Wir wären auch ein bisschen schneller fertig, wenn Sie. Ich wollte eigentlich nur zwei, drei Sätze zur Sache sagen. Wenn Sie mich nicht provoziert hätten, wäre das auch dabei geblieben. Aber wenn das anders gewünscht wird, wir haben Zeit, wie der Kollege Rudolph immer sagt. Sie zwingen uns ohnehin, Ewigkeiten hier zu verbringen. Dann machen wir es aber auch bitte richtig und gründlich und lassen nichts aus. Und eines muss man dann schon einmal sagen. Das gilt sowohl für den Innenminister, den ich ansonsten ja durchaus Wertschätzung habe, wie auch für den Kollegen Frömmrich, die hier schlichtweg die Sachen verdrehen. Kein Mensch hat hier kritisiert, dass diese Koalition, wenn sie es denn einmal täte, wirklich die Bedenken aus den Anhörungen, aus den schriftlichen und mündlichen Anhörungsunterlagen aufnehmen würde, und zwar nicht nur bei Nebenkriegsschauplätzen, bei Kleinigkeiten, sondern auch da, wo es um grundlegende, um wichtige Dinge geht, wo es z. B. um die Frage, und ich habe genau das ausgeführt, und dazu hat Kollege Frömmrich keinen Ton gesagt, wahrscheinlich, ich will nicht spekulieren, warum, aber auch der Minister hat nichts dazu gesagt, die Tatsache, dass der Wesentlichkeitsvorbehalt vom Gesetzentwurf missachtet wird und dass Sie dort in Ihrem Änderungsantrag nichts aufnehmen. Das ist der entscheidende Punkt, bei dem es auch nicht darum geht, ob man Videoüberwachung in dem Bereich braucht. Dazu habe ich keinen Ton gesagt. Im Gegenteil, ich bin sehr nah bei den Argumenten des Innenministers, dass wir wegen Geldwäschegefahr usw. so dort aufpassen müssen. Nur, wir müssen es auch richtig machen. Es muss auch gesetzestechnisch richtig gemacht werden. Das heißt, wir müssen Dinge Sie müssen Dinge, die solch massive Einschränkungen von Persönlichkeitsrechten beinhalten, die müssen ins Gesetz schreiben. Und da können Sie nicht reinschreiben, das macht dann die Verwaltung und die legt mal fest, wie das geht. Nein, meine Damen und Herren, so geht es nicht. Danke, Herr Greilich. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit stimmen wir als Erstes jetzt einmal über den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ab. Das ist Drucke 5749 aus 19. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer lehnt ab? Das sind FDP und LINKE. Wer enthält sich? Die SPD. Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen. Und wir stimmen jetzt über den geänderten Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielbankgesetzes, Drucksache 5508 zu 5243 ab. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ablehnung, SPD, LINKE und die FDP. Damit ist dieser Entwurf angenommen und wird zum Gesetz erhoben.